Ja. Zieh dich an. Unter einer Decke versteckt. Als wärst du traurig. Ach du Dicke. Der Nebel verdichtet sich immer mehr. Da drin muss einiges los sein. Was wird uns wohl dort erwarten? Schwer zu sagen. Vielleicht ein riesiger Tiegel, in dem die Makula Hugo und der Nebel verschmelzen. Die Visionen des getäuschten Kindes lösen sich in der Atmosphäre auf, verändern die Welt. Es ist die letzte Schwelle. Keine Naturgesetze mehr. Und wir müssen auch da hinein. Um deinen Bruder zu erreichen. Na schön. Was soll da schon schief gehen? Hol tief Luft. Sounds haben nicht ganz gepasst. Das war irgendwie ein bisschen weird. Irgendwie ein bisschen asynchron, ich weiß noch nicht. Lukas! Oh Gott! Na, wir müssen es also alleine machen. Lukas! Wo bist du? Wieder. Alles dreht sich. Konzentration! Erst Hugo finden. Nur da was von ihm übrig ist. Ein Phönix. Hier. Zeig uns den Weg. Noch einer. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist das für ein Ort? Ich hab nicht den leisesten Schimmer. Die Phönixe. Sie bedeuteten etwas. Sie zeigten den Weg. Ach was. Sie führen bestimmt zu ihm. Verliere ich den Verstand? Es werden immer größer. Hugo! Bist du das? Naturgesetze treten außer Kraft. Ja, halt dich daran fest. Naturgesetze treten unsere Kraft, das gefällt mir nicht. Nein, du warst das. Das klingt nach einer Story-Ausrede. Oh Gott sei Dank, wo bist du? Nein. Ich bin hier. Ganz nah. Bitte spiel ich nein. Ich sehe dich nicht. Weil du noch zurückblickst. Hier sind nur diese Vögel. Sie zeigen mir den Weg, stimmt's? Wir haben es versucht, Amicia. Ach, das aber Fantasy es war eine ist. Lüge. Nicht alles, nicht alles war gelogen. Es war eine Lüge, die den Tod brauchte. Die Menschen haben ihn gebracht! Hugo, ich muss dich hier rausholen! Beschreite neue Wege. Die Dinge haben sich verändert.
aber nicht deine Gedanken. Ich versuch's ja! Denk nach, Amicia. Er ist hier irgendwo. Tu doch was! Tu endlich was! Neue Wege. Tja, wie lange wollen wir noch rennen? Warum folgst du immer noch den Vögeln? Ich bin verloren, Hugo. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dieser Ort gehört der Vergangenheit an. Verlasse ihn. Finde deinen Weg. Also muss ich einen Ausgang finden. Aha. Kann ich den Vögeln folgen oder was? Geht es nicht zum Bosskampf? Kann das sein, dass die ihn zum Kreis schicken? Kopf fest. Ich weiß, es ist schwierig voranzukommen, wenn man Angst hat. Ist schon in Ordnung. Hör mal auf, zu versuchen, es zu verstehen. Das werde ich. Ich mach's nochmal und werde dazulernen. Okay. Das muss nochmal funktionieren. Ich muss wieder zurück.
einen Weg raus. Ich muss hier raus. Weg von den Vögeln. Immer geradeaus. Dann kommst du ans Ziel. Warum das jetzt? Immer geradeaus ist ein blödes Ding. Sollte nicht die Lösung sein. Na bitte! Es geht doch! Du lernst dazu! Was für ein Blödsinn. Halte durch! Halte durch! Oh, diese Dinger schon wieder! Dieses Mal machst du's besser! Sie nicht auf! Lass dir was einfallen! Das können wir nicht. Das wäre weg und löschen. Gut! Ich hab's verstanden! Es ist nutzlos! Ich gebe auf! Ich bin es leid! Ich bin es leid zu kämpfen! Was für ein Blödsinn! Bitte, ich muss dich sehen. Ich bin stolz auf dich. Wo bist du? Ich bin Ego. Hier. Komm, komm. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich auch. Ich hatte so Angst. Aber du hast es geschafft. Kannst du laufen? Ja. Weißt du, wie wir hier rauskommen? Ja, komm. Gehen wir. Verlassen wir diese Hölle. Egal wie. Amicia, ich dachte, du wärst tot. Wirklich. Ich weiß. Ich fühlte mich völlig allein. Also machte ich einen Fehler. Hugo, wir haben alles versucht. Aber das alles ist ein großer Fehler. Viele Menschen sterben gerade. Ich spüre es. Und das ist bloß der Anfang. Verlassen wir diesen Ort. Wir können es aufhalten. Wir finden Mutters Haus und leben. Wir werden leben. Aber wir haben es verdient. Dieser Ort kommt mir vertraut vor. Der Ausgang ist ganz am Ende. Guten Tag. Kann ich etwas für euch tun? Hallo. Wir kennen uns schon. Hey, was geschieht mit dir? Der Junge! Er hat sie getötet! Tut mir leid. Sie getötet? Was zur Hölle? Was geht hier vor? Sie hat recht. Ich bin das. Wie? Ich sehe keine Ratten. Das ist der Fehler. Das ist, was aus mir geworden ist. Wir müssen hier weg. Komm! Wir müssen es in Ordnung bringen. Nee. Wir finden schon eine Lösung. Hingucken. Doch erst müssen wir hier raus. Ja. Sieh sie dir an. Wir müssen mitten durch. Ach, das war der... Ich mochte diesen Ort. Und die Leute. Du musst es aufhalten. Ich kann nicht. Konzentrier dich. So wie früher. Hast du das schon vergessen? Das ist eine Lüge! Die Makula steckt dahinter! Ich bin jetzt die Makula! Ich! Was? Nein! Du wusstest, es könnte geschehen. Es ist zu spät. Nein, nein, nein! Ich lese zu, dass die Makula mich einnimmt. Das ist das Ergebnis. Ich... Jetzt ob's da. Ich weiß. Tun wir etwas. Wir müssen verhindern, dass mehr Leute sterben. Vielleicht hört es auf, wenn wir gehen. Hugo, kann es aufhören? Ich presse sie, Amicia. Nicht nur sie, auch alle anderen. Je mehr sich die Ratten ausbreiten, desto schlimmer. Ist das das Ende? Nicht ganz. Wir haben eine Chance. Eine letzte Chance. Sag schon, ich tue alles. Ich glaube, du weißt es schon. Ich... Halte mich auf, um die Makula aufzuhalten. Hugo, das kannst du nicht verlangen. Nur du kannst verhindern, dass ich zu einem Monster werde.
Du bist kein Monster. Das werde ich aber sein, wenn ich alles töte, was ich liebe. All die schönen Dinge. Ich verstehe, aber... Das hast du nicht. Bitte, Amicia. Ich versuch's. Na gut. Was jetzt? Hugo, wo bist du? Wo bist du? Tut mir leid, aber du bist jetzt bereit. Bereit, alles zu retten. Bereit? Wie kann ich dafür bereit sein? Ich weiß, aber ich kann mich nicht selbst aufhalten. Du musst mir helfen. Hugo! Ich liebe dich. Ich war glücklich mit dir. Leb wohl, Amicia. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Okay. Aber wenn du fort bist, bleibt mir nichts anderes jetzt? Mehr. Ich werde allein sein. Ganz allein. Erzähl doch nicht sowas. Du bist Lukas, Sophia. Ich kann nicht. Du wirst noch einige mehr haben. Lukas. Ich bin hier. Ich bin hier. Was ist gerade passiert? Kannst du aufstehen? Ja. Da ist er. Ja. Weißt du, was du machen musst? Ja. Wappenbärchen zurück. Das musst du durch. Unerwartet. Amicia, wir sind da. Ich weiß. Was haben wir denn da? Riesigen Baum. Jetzt sollen wir den voll ausschalten. What? Lass das Fake Credits sein. Ich weiß von dem nächsten Kapitel.
Wenn das das Ende war, dann... Dann wäre es... Da weiß ich nicht, was da jetzt sagen soll. Ich bin sehr verwirrt. Und etwas enttäuscht. Ja, ich bin ziemlich enttäuscht von diesem Finale. Kein großer Bosskampf, kein... Also, selbst der Bosskampf gegen den Grafen, der eigentlich Bosskampf war, ja, haben wir nicht gemacht. Den hat der... Den haben andere für uns gemacht und wir haben nur den finalen Schlag getan. Das hier jetzt, das war... Ja, was war das? Uff. Kapitel 17, das Erbe der Familie der Runen. Jetzt klär mich auf, was habe ich da gesehen? Was war das? Ein Jahr später. Nee, frisst mir. Ich meine, das war ja auch so die NS-Szene mit dem Grafen. Er zieht das große Breitschwert und schneidet ihr den Zopf ab. Mit jedem Mal höher. Sophia, du bist gekommen. Natürlich. Ich wollte nicht fehlen. Hey, Vorsicht, ich rieche wie eine Ziege. Willkommen in deinem schönen Reich, Ziege. Wie geht es dir? Bist du bereit? Ich schätze schon. Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Oh, warte. Wenn du mehr Zeit brauchst, um dich zu verabschieden. Gehen wir. Wie du meinst. Ich habe die Pferde oben gelassen. Also. So, was hast du die letzten Monate so gemacht? Spaziergänge, Arbeit am Haus. Ich wollte mich müde machen. Hat's funktioniert? Mir geht's besser. Ja. Gut. Ich habe mir ganz schön Sorgen gemacht. Alles gut, Sophia. Es ist jetzt ein Jahr her. Schon. Und wie läuft das Geschäft? Gut. Ich handle inzwischen mit legalen Dingen. Oh, wie kommt's? Ah, ich will einfach nur länger leben. Wirklich? Mir ist eine ruhige See lieber als ein Sturm. Apropos, wir legen morgen ab. Gut. Sehr gut. Kommt unser Alchemist mit? Lukas. Oh nein, der ist noch unterwegs. Studiert. Ganz allein. Sie werden so schnell erwachsen. Er brauchte das.
Es wird kalt. Wir sollten uns ein bisschen beeilen. Ach, jetzt auf einmal beeilen. Wo wir in dieser wunderschönen Landschaft sind, uns mal ein bisschen umschauen könnten. Natürlich können wir nicht nach links und rechts gehen. Weißt du schon, wo wir dich absetzen sollen? Noch nicht. Aber ich glaube, ich weiß es, wenn ich die Zeichen sehe. Der Makula? Ja. Sie hinterlässt Spuren auf Dingen und Menschen. Warte, haben ich wir glaube, die ich kann herausfinden, besiegt? Wo der nächste Träger und die nächste Beschützerin entstehen. Der nächste die Träger, nächste Plage. Nächste. Ich will Fortsetzungsköder des Todes. So wie Elia uns geholfen hat. Also keine Chance, dass du dich mal ausruhst? Keine. Na gut. Du, ich weiß nicht. Also, Fortsetzung so gut. Teil 3. Und die Stille. Ja. Und ein bisschen ich werde es vermissen. Ich weiß nicht. Das heißt, dass die alles es ist nicht ausgelöscht. Es ist. Wir haben mit dem damit, dass wir, verstehe ich das richtig, dass wir so getötet haben, haben wir jetzt nicht die. Wir haben das Ding nur aufgehalten. Bald geschafft. Nicht ausgelöscht. Das ist in 100 Jahren geht's wieder von vorne los. Jungs, das ist Amicia. Seid nett zu ihr. Es ist ein besonderer Tag. Hey. Und irgendwann gibt es noch ein Prequel. Das haben wir jetzt erfahren. Es gab schon mal welche. Oh, bitte nicht. Gibst du mir noch etwas Zeit? Ich muss noch was erledigen. Lass dir alle Zeit der Welt. Mein Rücken freut sich über diese Pause. Zieht ein Sturm auf? Ich denke, der Sturm ist schon da. Wird nicht lange dauern. Es wird schon alles gut. Bitte sag mir jetzt kein Ende, bitte. Bitte mach das Ende nicht noch schlechter. Die Fortsetzung ohne ein bisschen Übung. Es gibt so manche Sachen, ich meine, Trilogie ist immer was Tolles, aber manche Sachen sollten Ghostbusters zum Beispiel. Wir sollten noch Pflicht. Das Meer wird im Vergleich dazu so flach aussehen. Wenn es vorbei ist, belassen. Und Pflicht. Ein Abenteuer muss auch vorbei sein. Und wenn es vorbei ist. Ich habe noch eine große Befürchtung, die ich jetzt noch nicht aussprechen will. Du schaffst das. Vielleicht ahnt das auch schon. Das wäre das schlimmste Ending überhaupt. Ich meine, es wäre ein schönes Ending, aber. Storytechnisch. Das ist ein Genicksbruch für die Story. Ich bin's. Ich komme rein. Bitte nein. In mir drin schreit's die ganze Zeit. Ich seh's schon, ich seh's. Warum nicht? Bitte nein. Schon gut, keine Sorge. Ja, doch, ich habe eine Sorge. Hey.
zum ersten Mal hier. Ich hatte eine Befürchtung, die mir kam, als ich den Satz, die Naturgesetze spielen kann, ich weiß, gehört du hast haben. Immer schnell Freunde gefunden. Ich wusste nicht, ob ich bereit bin, aber Sophia ist hier. Verzeih mir. Wieso ist das so schwer? Wir haben nie aufgegeben, was? Hielten stand. Möge diese Erde nie vergessen, wie sehr du sie geliebt hast. Was du aufgeben musstest. Alles, um sie zu beschützen. Ich erinnere mich. Und ich werde nicht vergessen lassen. Gut, die Sache mit dem Stein im Kopf habe ich immer noch nicht kapiert. Warum? Wir haben das Ziel des Ganzen. Die Ziel der ganzen Geschichte war es, dass irgendwie überlebt. Dass irgendwas war. Die ganze Zeit war die Sache, Hugo soll am Leben bleiben, Hugo soll nicht zum Orden gehen. Der Orden wird ihn quälen und töten. Wir müssen ihn irgendwie zu der Insel bringen. Die Insel wird ihn heilen. Das soll irgendwie befreit werden. Und dann war es auf einmal. Dann haben wir dort in der Gruft gesehen, dass der Erste, wahrscheinlich nicht der Erste, ein anderer Träger, in Folterung getötet wurde. Und das war die ganze Zeit die Botschaft. Lass uns irgendwie einen Weg finden, dass Hugo irgendwie überlebt und dass die Marco da besiegt wird und dass die abgeschafft wird. Jetzt erfahren wir im Epilog, dass Hugos Tod das Ganze nur. Es hat nur die Träger quasi getötet. Die Marco existiert noch. Es gibt noch eine Möglichkeit, dass es irgendwann wiederkommt. Aber. Jetzt erstmal Frieden für die nächsten 100 Jahre oder so. Ist dann wieder das Ding, dass ich entscheide, ein Ziel zu schreiben.
Der Stein in den Kopf ist auch das faulste. Die faulste Auflösung, das faulste Ende der Sache. Ist. Der jetzt noch irgendwie ein. Hugo muss das letzte Mal irgendwie Kraft aufbringen und Hugo muss noch irgendwie. Also Hugo hätte das machen müssen. Hugo hätte irgendwie. Dass ich es. Auch wenn es mir nicht gefallen hat, aber Hugo war die Haupt. Es wurde doch die ganze Zeit erzählt, dass Hugo die Hauptfigur ist. Und dass Amicia nur die Beschützerin ist. Und ihn beschützen muss. Und Hugo eigentlich der ist dann. Von dem die Initiative ausgehen muss. Ist und auf einmal. Dann ja, jetzt will man schon, wenn das dann schon so abdriftet in die Richtung Traumwelt und so weiter, dann muss dann aber auch hätte Hugo am Ende noch den letzten so mega super Power Strahl. Das ist keine Ahnung, die Krönung von einem großer Ratten-Tornado. Das wäre dann zumindest irgendwie wäre auch schwach gewesen, aber ist ja dann irgendwie meinetwegen einen beschwörten großen Rattentornado, das kann er. Haben wir schon öfters gesehen. In Teil 1 auch. Und ja, man vernichtet sich damit selbst und opfert sich selbst und dazu. Absolut kein Bosskampf am Ende, so ein bisschen, das lässt mich ein bisschen leer zurück, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen. Das große Finale hat dann. Es hat sich so angekündigt, nachdem wir dann. Der. Wie hieß der nochmal? Der Name auch komplett. Keine Ahnung, schon vergessen. Der Typ hat sich für uns geopfert. Dann haben wir den Grafen geduldet, dann. Große Flucht, großes Finale angekündigt. Hugo hat jetzt die ganze Stadt mit einer Nebelwolke besetzt. Wir fahren da jetzt rein in die Stadt und auf zum großen Bosskampf. Riesenverfolgungsjagdszene und das große auf einmal. Und jetzt, das ist die Anspannung, die Spannungskurve, die dort wird, die. Die Steine umging, ist da wirklich dieses. Quasi mit Beginn des heutigen Streams. Ich habe das jetzt, also für YouTube, ich habe da jetzt. Kurz nach Anfang von Kapitel 16 habe ich da. Den letzten Stream beendet. Jetzt wirklich abgekackt auf den Höhepunkt. Wie ist ja schon. Ich hab's gecallt und es hätte kommen müssen. Also der Bosskampf gegen die Makula. Es hätte sich so angeboten. Es hätte sich so irgendeine. Ja, mei. Eine dunkle Makula-Version von Vitalis wieder zurück. Oder so, keine Ahnung. Tja, ist irgendwie. Tja, merkwürdig. Das Spiel war eigentlich ganz gut. Das Ende, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich auch zu hohe Ansprüche da durch den ersten Teil oder so. Keine Ahnung. Das Ende war jetzt irgendwie nichts Ganzes und nichts Halbes. Irgendwie lässt mich frustriert zurück. Naja. Thank you.
Du willst mich doch verarschen. Danke fürs Zuschauen. Fortsetzung des Köders Todes. Ich weiß nicht, ob ich den Teil 3 spielen will. Das Spiel Plus. Das weiß ich auch nicht, ob ich das spielen will.